Seit diesem Wochenende muss sich diese putzige Schwanenfamilie den Kirchentellensfurter Baggersee wieder mit Schwimm- und Wassersport begeisterten Besuchern teilen, denn die Badesaison ist offiziell eröffnet. Wer hier badet, tut das allerdings auf eigene Gefahr. Auch Toiletten und der Kiosk vor Ort bleiben geschlossen und ein Ordnungsdienst der Gemeinde Kirchentellensfurt kontrolliert, ob die Corona-Vorschriften vor Ort eingehalten werden. Anders als im letzten Jahr ist der Parkplatz diesmal geöffnet, begrenzt auf 150 Autos. Der See ist besonders an sonnigen Wochenenden ein beliebtes und überregionales Ausflugsziel.